Zurück in London, Durchgang 2 dieses zweiten Viertelfinals. Die Schweiz mit dem Anstoß in Überzahl nach der gelb-roten Karte für Mexikos Außenverteidiger Aguilar. Das ist also jetzt die große Chance für die Schweizer Mannschaft. Aber noch kein Tor im ersten Durchgang, trotzdem einige Großchancen für Drimmic, der ein sensationelles Spiel gemacht hat, jetzt aber sich noch belohnen muss. Xhaka und Drimmic abgefälscht von Layún in der jetzt etwas provisorischen Defensive der Mexikaner. Vier Männer, einer von innen ist etwas weiter nach außen gerückt, um die Lücke zu schließen. Dos Santos, hart abgegrätscht, aber alles fair von Rodriguez. Gökhan Inder. Shaqiri, vorbei an Layún, Lichtsteiner, Xhaka und Ochoa ist da. Mexikos Torwart verhindert das 0:1 gegen Xhaka. Auch Inder war noch im Strafraum dabei, nur Eckball für die Schweiz, die natürlich jetzt ganz genau weiß, sie muss das Tempo verschärfen. Mexiko müde laufen. Denn der Vorteil liegt ganz klar bei ihnen. Layún mit der heftigen Grätsche gegen seinen Gegenspieler. Nächste unglückliche Situation von Shaqiri und Gökhan Inder. Moreno. Ballgewinn durch Drimmic. Berami. Stocker. Drimmic wartet. Bekommt den Ball gegen Marquez. Moreno ist da. Nichts rausgemacht aus diesem Ballgewinn der Schweizer. Chicharito hat mal etwas Raum. Über die linke Seite, flach geflankt. Und dann zunächst Rodriguez am Ball vorbei, aber auch Dos Santos kommt nicht ran. Und trotzdem die Mexikaner noch längst nicht ausgeschieden. Obwohl sie hier zu 10 spielen, haben sie zumindest phasenweise immer ganz gute Ideen, ganz gute Möglichkeiten. Aber die Schweiz macht es offensiver. Xhaka springt am Ball vorbei. Herrera kann gegen drei Schweizer klären. Gegen Stocker, Berami und gegen Drimmic. Fehler von Stocker. Und jetzt wird gewechselt bei den Mexikanern. Den haben wir bereits oft gesehen. Jonathan Dos Santos kommt. Und die Schweizer nehmen Drimmic runter, der viele Chancen hatte, aber jetzt tatsächlich ausgewechselt wird. Damit also ohne Treffer bleibt. Es kommt aber nicht Seferovic, sondern Mimidi. Das also der erste Wechsel bei den Schweizern. Er ist der neue Mann bei Mexiko. Die jetzt nochmal wechseln. Auch Veda kommt für Chicharito. Carlos Veda bereits mit dem Tor gegen Ecuador, kam auch dort von der Bank, hat sich perfekt eingefunden in die Offensive neben Dos Santos und damit heute also erneut eine halbe Stunde Einsatzzeit für ihn. Und auf der anderen Seite schauen wir natürlich jetzt mit Spannung auf den neuen Mann bei den Schweizern auf, Admir Memedi. Die Zeit läuft ganz sicher für die Schweizer Mannschaft, aber sie müssen es dann auch irgendwann mal nutzen.
Gar keinen da. Xhaka. Schön gedacht. Moreno vor Stocker. Carlos wieder. Probleme bei Dos Santos bei der Ballannahme. Deswegen keine Chance für die Mexikaner. 20 Minuten bleiben. England wartet auf seinen Halbfinalgegner. Bislang ist alles möglich. Die Mexikaner in Unterzahl machen das bisschen, ohne dass man es ihnen groß anmerkt. Aber wenn man sie zuletzt gesehen hat, dann sieht man doch, dass das Tempo in den Angriffen fehlt. Weder. Mal im Strafraum. Carlos Weder. Weiter für Dos Santos und Guardado gegen Shaqiri. Gerade so verteidigt von Xherdan Shaqiri. Riesenchance für die Mexikaner. Hier ist noch längst nichts entschieden. Birami. Freistoß für die Schweizer Mannschaft. Und dazu wird gewechselt mit Schwegler, der jetzt kommt für Gökhan Inder. Damit also mehr Bundesliga. Der Kapitän geht. Und der Hoffenheimer kommt. Pirmin Schwegler, früher bei Frankfurt gespielt. Jetzt sind es nur noch Shaqiri und Lichtsteiner, die nicht in der Bundesliga spielen. Und Schwegler wird gleich den Freistoß ausführen. Herrera nimmt Tempo auf gegen Giroud. Das ist Jonathan Dos Santos mit dem Feder und Schwegler. Stocker klug verlagert, aber dann ist ihm der Ball versprungen. Es war so gut gespielt. Die Seite wunderbar gewechselt für Valentin Stocker. Auch schon mit der einen Großchance im ersten Durchgang beim Kopfball, den Ochoa gerade so abwehren konnte. 13 Minuten plus Nachspielzeit. Bislang gab es einmal eine Verlängerung. Das war im Achtelfinale Deutschland gegen Russland. Vorhin hatte es Wayne Rooney in der Nachspielzeit für England gerade noch so geschafft. Für mich nach wie vor nicht so ganz verständlich, warum man den Offensivstärksten runtergenommen hat mit Josip Drmić, der so viele Chancen hatte. Shaqiri. Memedi gesucht, der allerdings ist bislang deutlich harmloser. Dos Santos, kein Abseits. Im Laufduell mit Rodriguez, keine Gegenwehr, dann abgefälscht und rausgeschlagen vom Linksverteidiger von Rodriguez. Xhaka gegen 5 Mexikaner. Schwegler. Stocker, wunderbar gespielt. Jetzt vielleicht mal etwas Raum für Stocker gegen Marquez. Aber sie halten das hinten hochkonzentriert zusammen. Die Verteidigung der Mittelamerikaner. So, jetzt kommt Seferovic. Jetzt also wird umgestellt. Zusammen mit Memedi. Zwei Offensive. Xhaka geht. Der Mann, der bislang zentral hinter dem Stürmer gespielt hat. Jetzt also die Doppelspitze in einem 4-4-2-System. Sie wollen es wissen. Sie haben alle Trümpfe in der eigenen Hand. Überzahl. Fehlpass von Stocker. Lichtsteiner.
Kopfballduell gewonnen. Und damit sofort der nächste Angriff mit Shaqiri. Auch die Flanke bleibt hängen. Und jetzt sind es nur noch 3 Minuten hier in London. Lichtsteiner. Kann es ja auch offensiv, hat er so oft gezeigt. Gegen Kolumbien, gegen die Elfenbeinküste. Memedi. Ganz links übrigens stand Stocker frei. Den haben sie übersehen. Der hätte noch mehr Platz gehabt als Admir Memedi, Herrera, Guardado, Layun. 3 Minuten Nachspielzeit. Nach einem zweiten Durchgang, der längst nicht so stark war wie der erste. Und trotzdem ein wirklich spannendes Spiel. Schöne Flanke. Nochmal Mexiko, Guardado und Veda. Carlos Veda, keine Gegenwehr. Giroud weit weg, immer noch Veda. Das ist die Chance. Und das ist nicht das Tor, aber plötzlich ist die Gelegenheit da für Mexiko. Carlos Veda, das wäre was gewesen. Kam gegen Ecuador, hat getroffen. Und jetzt fast das Siegtor gegen die Schweizer Mannschaft. Weit vorbei dann vom Tor von Jan Sommer. Ein Wachmacher für die Nationalmannschaft der Schweiz. Hier ist noch nichts entschieden. Sie haben das Tor verpasst. Und plötzlich müssen sie bangen um das Weiterkommen. Ball im Aus. Einwurf nochmal für Dos Santos. Und dann, denke ich, wird dieses Spiel auch beendet sein. Oh, Guardado, ist das Abseits? Es ist kein Abseits. Es ist das Siegtor. Mexiko schafft das 1-0. Guardado. Und es war wirklich kein Abseits, offensichtlich. Sie rennen alle zum Linienrichter, wollen sich da alle sofort beschweren. Für mich war Guardado so frei. Aber das Tor zählt. Und das heißt, Mexiko hat es doch geschafft, die Mannschaft, die in der Gruppenphase so stark gespielt hat, heute sich überraschend schwach gezeigt hat, schafft das Weiterkommen. Andres Guardado in der letzten Sekunde dieser Partie in London. Das ist der pure Wahnsinn, wie schon Rooney, der England in der letzten Sekunde weitergeschossen hat. Jetzt auch Mexiko gegen die Schweizer Mannschaft. Und jetzt ist es tatsächlich vollbracht. Die Mexikaner haben es geschafft, sind Halbfinalist durch das späte Tor von Guardado. Ganz bitter für die Schweizer, die im ersten Durchgang viele Chancen hatten, das Tor verpasst haben. Und dann dieser eine lange Ball für Andres Guardado. Viele Tore vorbereitet gegen Ecuador, jetzt das Tor selber gemacht. Und für uns die Zeit, jetzt auf den Turnierbaum zu schauen. Das erste Halbfinale steht fest. Der Gastgeber England spielt nicht gegen die Schweizer Mannschaft, wonach es lange aussah, sondern gegen Mexiko, die weiterhin überraschen, nach der starken Gruppenphase heute dann doch noch irgendwie den Sieg geschafft haben. Ganz bitter für die Schweizer, mit vielen Gelegenheiten. Für mich immer noch nicht klar, warum Drmić gehen musste. Das ist sicherlich einer der Gründe, dass das Tor verpasst wurde. In Überzahl haben sie es nicht geschafft. Mexiko zu 10 weiter, spielt gegen den Gastgeber. Das also dann die Halbfinalspiele dieses Weltpokals. Für uns Zeit noch auf das zu schauen, was morgen passiert mit den nächsten beiden Halbfinals bei diesem Weltpokal. Unter anderem die deutsche Mannschaft, die dann gegen die Niederlande spielen wird. Ein großer Klassiker, dazu Italien gegen Costa Rica. Genauso überraschend dabei in dieser Runde der besten 8 Mannschaften. Im City of Manchester Stadium wird gespielt. Und dann in Newcastle das späte Spiel dieses Weltpokals. Andersrum höre ich gerade, andersrum. Also erst Deutschland gegen die Elfteil und dann Italien gegen Costa Rica. Das war's. Tschüss aus dem Ashburton Grove. Ein richtig interessantes Spiel mit einem ganz überraschenden Ende. Es ist bitter für die Schweiz, aber trotzdem Kompliment an Mexiko, die immer weiter gespielt haben und dann die Gelegenheit genutzt haben. So sind sie Halbfinalist, spielen gegen England. Tschüss aus England beim Weltpokal. Morgen geht's weiter mit den nächsten Spielen nach einem wirklich spannenden und vor allem richtig interessanten Tag mit vielen späten Toren hier in England. Tschüss aus London, bis morgen.